Kann man übrigens auch sehr schön auf Ihrem neuen Album hören, das ein großartiges Album ist. Vielleicht ist es auch gerade deswegen so schön, weil Sie sagen, ich wollte es eigentlich gar nicht machen. This record I've actually wanted to do. Vielleicht, aber das wollte ich eigentlich doch, seit ich so klein war, wie auf dem Bild da. Seitdem wollte ich das Album machen. Das hat aber nie funktioniert, es hat da nie gepasst und ich habe nie gedacht, das musst du jetzt tun, jetzt ist der Moment. Ich glaube, jetzt habe ich einen Punkt in meinem Leben, in meiner Laufbahn erreicht, sagen wir mal in meinem Leben, an dem ich sowas nicht mehr will. Nicht mehr so will wie früher, wo ich es unbedingt wollte. Bevor ich völlig aufgehört habe, wollte ich jetzt noch etwas tun, wovon ich immer geträumt habe, die Songs zu singen, mit denen ich groß geworden bin. Und sie so zu bringen, wie sie waren, als ich sie zum ersten Mal hörte. Sie zu rekreieren, sie, die Songs und die 60er Jahre. Diesen Sound hinzukriegen, der mich fasziniert hat, als ich zum ersten Mal Papa was a Rolling Stone hörte. Papa was a Rolling Stone ist das Lied überhaupt auf diesem Album. Musikalisch ganz, ganz anspruchsvoll, wunderbar gemacht und perfekt nachgespielt, Note für Note. Was denken Sie, wenn Sie heute Menschen sehen, die zum Beispiel einen Wiener Schnitzel auf dem Kopf tragen und dann zu einer Preisverleihung gehen? Wie Lady Gaga. Yeah. Well, it's not, the music is not for me, so it's very difficult. Diese Musik ist nicht meine. Da fällt mir das schwer, etwas zu sagen. Und man erwartet von mir auch nicht, dass ich das mag. Wenn Mama und Papa das mochten, was du hörtest, wusstest du, du hörst das Falsche. Lady Gaga, tolle Stimme nach dem, was ich gehört habe, aber ganz allgemein, wir haben das vorher kurz angesprochen, als ich mitten bei der Aufnahme war im Studio, jeder Song, 29 Songs auf dem Album, auf dieser Special Edition, und jeder einzelne war ja ein großer Hit, Motown, Soul, alles das, und ich bin dann zu den Brit Awards gegangen, zur Preisverleihung in London, saß in der Mitte, mitten bei den Aufnahmearbeiten und ich saß da und hörte nicht einen Song. Ich habe Musik gehört, aber nicht einen klaren Song. Das hat mich sehr verwundert, dass die Dinge sich so geändert haben sollten. Das Ganze ist aber eine zyklische Angelegenheit. Genau. Britpop, die Leute spielen Gitarre, dann singen sie dazu. Alles kommt wieder. Die Dinge müssen sich ändern. Wir haben eben gehört, Papa was a Rolling Stone. Was ist Phil Collins für ein Papa? The best I can be. Der Beste, den ich hinkriege. Als ich klein war, dachte ich, Mama und Papa, die wissen alles. Und als ich dann ein Kind hatte, habe ich festgestellt, die machen alles neu jeden Tag. Und keiner sagte, das sollst du machen, das musst du machen. Ich habe 5, 3 Erwachsene inzwischen, muss ich sagen, 38, 34, der dritte ist 21, dann 9 und 5. Wo waren Sie denn der bessere Papa, bei den älteren oder bei den jüngeren Kindern? Ich habe eigentlich immer mein Bestes gegeben. Das müsst ihr mir auf den Grabstein schreiben. Er war immer bestens bemüht. Das ist in Deutschland, wenn in Deutschland im Zeugnis steht, er war stets bemüht. Das ist aber nicht besonders gut. Kann sein. Ist auch nicht so gemeint. Du gibst dein Bestes. Jeden Tag stehst du auf, wirst du wach. Sagst, ich habe einen 9-Jährigen und einen 5-Jährigen. Die schlafen da oben. Aber gestern war gestern. Heute ist, gilt das gar nicht mehr, was du gestern gedacht hast. Heute ist ein neuer Tag und wieder gibst du dein Bestes an diesem spezifischen Tag. Und mit 5 Kindern in dieser Zeitspanne, dann bist du wie im Zirkus und bist am Jonglieren und mit der Peitsche und versuchst, die Stäbe und die Bälle in der Luft zu halten und dran zu bleiben, anzurufen, verschiedentlich, zu unterschiedlichen Zeiten. Ich spreche nicht mehr jeden Tag mit meinen Söhnen, das kriegst du nicht hin, aber da siehst du dann, wie wichtig das ist, wenn ich anrufe und die sagen, ah, ja,
Nein. Schön, danke, tschüss. Für mich ist das wichtig, aber für, wie wichtig ist das für Sie? Wenn Sie besonders höflich sind, fragen Sie auch noch mal, war noch was, Papa? Der Neunjährige ist ein geborener Diplomat. Der merkt sofort, wenn er mich abserviert. Okay, und du? Sie haben unglaublichen Erfolg gehabt. 250 Millionen Tonträger verkauft. Gleichzeitig dreimal eine Ehe nicht so umsetzen können, wie Sie sich das vermutlich vorgestellt haben. Wie organisieren Sie Ihr Leben? Wie machen Sie das, also im Alltag? Und vor allen Dingen, wie denken Sie darüber? I think about it constantly. Eigentlich denke ich dauernd darüber nach. Wirklich. Alles, was du unter dem Strich tun kannst, ist dich zu fragen, was habe ich falsch gemacht? Das kann man kaum im Detail jetzt hier schildern, das würde zu lange dauern, aber ich bin an einen Punkt gekommen, wo meine drei Ex-Frauen meine besten Freundinnen sind. Wir sind richtig gute Freunde geworden. Und uns ist klar geworden, die Dinge passieren einfach und kommen so. Und du hast die Dinge nicht immer unter Kontrolle. Meine ersten Ehe, ich als Musiker dauernd in der Welt unterwegs, dann passieren Sachen. Das hat nicht funktioniert bei meiner ersten Frau. Es gibt da immer Gründe. Ich könnte euch das in allen Einzelheiten erzählen. Das ist eine komplexe Geschichte, aber am Ende komme ich an diesen Punkt in meinem Leben, dass ich das erkenne. Meine drei Ex-Partner-Frauen sind meine besten Freundinnen. Es ist ungeheuer interessant, Sie hier so zu erleben. Sie sitzen mit einem Wollpullover, einer ganz normalen Jeans und entspannten Schuhen hier. Wo sind die Tätowierungen? All das, was ich eigentlich von einem Rockstar oder Popstar erwarten würde, sehe ich hier nicht. It's not that kind of program. Right? Ja, das ist ja auch noch nicht das Programm und die Sendezeit, oder? Phil, wie leben Sie heute privat? Wie muss man sich das vorstellen? Leben Sie in dem großen Haus, von dem ich vermute, dass Sie es haben? Haben Sie dieses ganz große, neue, teure Auto? No. I live in a very modest house. Ich lebe in einer bescheidenen Hütte. Ich habe mir vier Häuser angesehen an einem Tag, an dem Tag, wo ich gekauft habe, und ich habe das kleinste genommen. An einer Straßenecke in einem Dörfchen in der Schweiz. Mehr brauche ich nicht. Meine Kids, ich habe ja auch ein Chalet in den Bergen. Das mögen die natürlich, denn da hast du alles, die Küche, den Salon, Fernseher, die Betten oben. Das mögen sie und dann rufen sie, Dad. Nein, ich habe mir ein Haus gekauft, wo die sich wohlfühlen sollen, zu Hause fühlen sollen. Und in so einem Haus lebe ich. Und mein Range Rover ist 5, 6 Jahre alt oder 7. Ich weiß das gar nicht. Ich habe einen Hund. So in meinem Alter, die Dinge, die mir reichen. Ich sehe die Kinder so oft ich kann. Ich schreibe ein Buch über die Geschichte von Texas. Das ist ein Thema, das mich immer fasziniert hat. Und wenn ich kann, bevor das hier passierte, wenn ich konnte, habe ich Golf gespielt, bevor das mit der Halswirbelsäule anfing. Also ein ganz ruhiges, beschauliches, sehr beschauliches Leben. Als Boris Becker anfing, Golf zu spielen, ging es abwärts. Down. Abwärts. Aha, deswegen habe ich das so vorsichtig gemacht. Ich habe immer gesagt, ich lerne jetzt Golf. Dann haben sie gesagt, nein, das lernt man nie. Das ist eines dieser Spiele, da kommst du am nächsten Tag wieder hin, weil du nicht dir vorstellen kannst, dass es am Tag vorher so schlecht lief. Sie haben neulich eine Situation beschrieben, von der ich dachte, das kann ich nicht glauben. Sie haben gesagt, da saß ich mit meinem Bier abends vorm Fernseher, hab ein Fußballspiel geguckt und dann habe ich mir, weil ich nichts zum Essen da hatte, einfach eine Suppe aus der Dose aufgemacht. Und dann habe ich mich gefragt, macht Madonna das auch so? Ach, ich will jetzt nicht melancholisch werden oder sentimental. Ich hatte drei Frauen, habe fünf Kinder und lebe allein. Und da kommen irgendwann Augenblicke,
wo du sowas verspürst. Gottes Willen, traurig bist. Dann sitzt du da. Und ich lebe allein. Außer die Jungs sind da und da ist Leben in der Bude. Aber wenn sie nicht da sind, dann lebe ich alleine. Ja, ich habe in meiner kleinen Küche gesessen. Ihr würdet euch wundern, wenn ihr das sehen würdet. Ich habe die Suppendose aufgemacht, meinen Hund angeschaut. Ich habe ihn angesehen und er blickte zurück. Und ich habe zu ihm gesagt, meinst du, Madonna lebt so? Weil alle glauben, das Leben sei dauernd Party. Was doch schön wäre, wenn Sie da so sitzen. Sie haben ja all diese Telefonnummern. Und Sie rufen dann Madonna an und sagen, welche Suppe isst du? Das wäre doch die Idee dabei. That would be great, yeah. Das wäre der Hammer, ja. Ja. kennen Sie sich eigentlich? Ja. No, do you know the only time I've ever met Madonna? Nein, ich habe sie einmal getroffen, als Simon so klein war und Jolie ein bisschen größer. Wir waren in L.A., Los Angeles, und sind zu einem Konzert gegangen von John Mellencamp und wollten rein und ihn begrüßen. Und da stand sie 4-5 Schritt von uns mit Sean Penn, dem Schauspieler. Und Simon sagte, Mensch, da steht Madonna. Habe ich gesagt, ja. Ja, lass doch mal ein Autogramm geben. Dann habe ich gesagt, ach, hör mal, nee, komm, bitte nicht. Doch, hol ein Autogramm. Da musste ich hin und sagen, Madonna, hallo, Sean Penn macht das vielleicht nichts aus, wenn ich frage. Und die hat mir das Autogramm gegeben. Das einzige Mal, dass ich ihr getroffen habe. Wusste sie, wer sie sind? We didn't discuss it. Darüber haben wir nicht gesprochen. Ich wollte nur noch weg. Ich wollte da nicht in die Einzelheiten. Phil, eine allerletzte Frage. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sagen würden, nein, Geld macht nicht glücklich. Wenn man so viel Kohle hat wie Sie, geht es einem dann besser? No, I'm very pleased I've got the money. Ich freue mich, dass ich die Kohle habe. Denn damit kann ich machen, was ich will. Ich habe immer getan, was ich Lust hatte zu tun. Das habe ich auch schon gesagt vorher. Einer sitzt hinter mir und stapelt das Geld in seine Eimer und sammelt und spart. Habe ich nie gemacht. Ich habe nie fürs Geld gearbeitet, immer nur für die Freude daran. Und dann kam das. Nein, das Geld bringt nicht das Glück. Du kannst Dinge kaufen, die deinem Hobby helfen, deinen Interessen. Ich habe mit dieser Texas-Geschichte ein recht teures Hobby. Aber unter dem Strich, im Ernst, unter dem Strich machst du hinter dir die Tür zu, das Licht aus und sitzt da mit deiner Dose Suppe. Okay. Und dann musst du in dein Herz schauen. Ah, herrlich. Also, Phil, das hat großen Spaß gemacht. Wunderbar, einen Weltstar so geerdet und entspannt zu erleben. Und zum Schluss noch der zarte Hinweis, wir haben am Freitag immer im ZDF diese kleine Kochsendung. Also wenn Sie mal was anderes kochen, essen wollen, ja, sind Sie herzlich eingeladen. Phil Collins, meine Damen und Herren. Dankeschön. Thank you so much. This is really good. Thank you so much. Thank you. Phil Collins, meine Damen und Herren, und das war's für heute von uns. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Wir sehen uns bereits am Freitag wieder bei Lanz Koch. Dankeschön. Tschüss, bis bald. Phil Collins.